Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat bekommen von einem Kunden. Und zwar handelt es sich hier um ein Dometic-Kühlaggregat. Und als erstes zeige ich euch hier diese Schachtel. Da ist Öl ausgelaufen innen drin. Vielleicht sieht man es jetzt besser. Nein, wahrscheinlich nicht. Hier. Warum habe ich das Aggregat hier? Dieser Kunde hat das Aggregat gekauft und wollte das testen, ob es funktioniert. Hat es dann eingebaut auf seinem Boot und jetzt geht es nicht mehr. Ja. Zuerst mal zu Hause hat es funktioniert und jetzt geht es nicht mehr. Das ist die Aussage. Wir haben hier diese Kupplungen und wenn man hier reinguckt, hier ist original eine Membrane und hier im Gegenstück hat es so ein Dorn drin. Das wird die Membrane eingestochen. Die Membrane ist kaputt und wenn man die wieder trennt, ja, ist sie kaputt und das Kältemittel geht raus und das Ding ist eigentlich dann nicht mehr zu verwenden. Wir setzen diese Kupplungen ein. Ihr seht das Verhältnis, das sind unsere und das ist das Teil und das ist diese Kupplung. Das sind Kupplungen, die mehrfach dichtend sind. Die kann man auseinanderschrauben und wieder zusammenschrauben. Aber sie kosten einfach mehr Geld. Dann zum Gesetz. Diese Kupplungen dürft ihr in der Schweiz nicht verwenden. Nach ChemRef-Verordnung, wenn wir diese nämlich trennen, geht das Kältemittel verloren. Und das ist Belastung der Umwelt. Mit Gesetzen lasse ich mich jetzt da mal raus. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir haben, eigentlich ist das Teil Schrott. Punkt. Fertig. Man könnte jetzt hier natürlich unsere Kupplungen dran machen, hier Kupplungen dran machen, das Öl wieder ergänzen im Kompressor drin, weil das ist ausgelaufen. Wenn ich das auf den Kopf stelle, läuft das Öl hier raus, weil das ist offen. Dann haben wir das Problem, wenn das zu lange offen ist. Das Öl zieht Feuchtigkeit, das heißt, wir müssen das ganze System lange evakuieren, dass die Feuchtigkeit aus dem System kommt. Ja, wir haben jetzt das hier. Punkt. Ich bin mir noch nicht so sicher, was wir jetzt daran machen. Ihr könnt also, wenn ihr so ein Aggregat habt, mit diesen Kupplungen von Weco, sprich, heute ist das Dometic, ihr habt sogar eine Kennzeichnung drin, das ist jetzt alles französisch, aber das ist egal, weil der Pierre, wo er das Ding geschickt hat, ist ein Franzose. Diese Kupplungen könnt ihr nicht trennen und somit einfach nachträglich entsorgen. Man könnte auch das System zusammenlöten, dann habe ich aber keine Kupplungen mehr. Das ist die große Frage an den Kunden, was machen wir mit diesem Aggregat, was jetzt hier Schrott ist. Ich mache euch ein Video über die Kupplungen hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.